Hallo Leute, willkommen bei diesem LS19 Tutorial Video. In diesem Video zeige ich euch, wie man in LS19 Land kauft und verkauft. Im Prinzip ist das ganz einfach, aber es hat sich eine ganze Menge geändert im Vergleich zu den Vorgängerversionen. Und das will ich euch jetzt erklären. Also, die eine Änderung ist, dass man im normalen Schwierigkeitsgrad, der heißt jetzt Farm Manager, und im schweren Modus anfängt, ohne auch nur ein Fitzel Land zu besitzen. Man muss sich also auf jeden Fall erstmal Land kaufen. Und ich zeige euch jetzt mal hier die Karte von Felsbrunn. Auf anderen Karten ist das vergleichbar. Die sehen halt einfach anders aus. Hier sieht man die ganzen Felder. Wir besitzen keins davon. Und wenn man jetzt beim PC auf X drückt oder hier auf Land klickt, dann kommt man in den Modus, wo man Land kaufen kann. Man geht jetzt also nicht mehr zu den Feldern hin und kauft das Land dort, sondern man verkauft das hier in dieser Übersichtskarte. Und eine weitere Änderung ist, dass man nicht nur ein Feld kauft, sondern das umgebende Land. Also hier beim Feld 20 zum Beispiel, da fahre ich jetzt mal näher ran, da stehen wir auch gerade, da gibt es ein Stückchen mit Bäumen, hier gibt es ein Feld, einen kleinen Fitzel Wiese und hier so eine betonierte Fläche. Das gehört alles zum Grundstück 20. Und hier kann man den Wert sehen, das kostet 181.968. Und das Schöne ist, wenn man das kauft, und egal was darauf macht und es wieder verkauft, dann kriegt man genauso viel Geld zurück, wie man fürs Kaufen bezahlt hat. Man kann also rein theoretisch ein Feld kaufen, es abernten, wenn es ein erntereifes Feld ist, und für den gleichen Preis, wie man es gekauft hat, wieder verkaufen. Das heißt, man kann sich sozusagen gratis ernten. Ja, ergaunern will ich nicht sagen, weil das ist eine ganz legale Möglichkeit bei diesem Spiel. Und in echt ja auch oft Immobilienhandel, da wird ja sogar Gewinn gemacht durch Kaufen und Verkaufen von Immobilien. So, jetzt aber zur praktischen Durchführung. Also, das hier ist jetzt das markierte Feld und wenn ich das kaufen will, dann drücke ich entweder die Leertaste oder klicke hier auf Kaufen. Werde nochmal gefragt, möchtest du dieses Land kaufen? Jawohl. Jetzt ist es grün. Und wenn ich was anderes markiere, wenn ich in den anderen Kartenmodus gehe, dann ist hier auch diese Zahl grün. Das kennt ihr bestimmt schon von früheren Spielversionen, dass die Felder, die einem gehören, hier eine grüne Zahl haben. Wir gehen jetzt mal wieder hierher zurück. Es gibt ein paar weitere Änderungen. Man kann jetzt auch nur Bäume fällen und Gras mähen und Häuser oder sonst was platzieren auf Grundstücken, die einem gehören. Also hier auf der Parzelle könnte ich jetzt halt ein paar Bäume fällen, ein bisschen Gras mähen und meine Häuser hin platzieren oder meine Schuppen und so. Hier auf all den anderen dürfte ich das nicht. Und das ist eine ganz wesentliche Änderung. Man kann also nicht einfach so in die Berge fahren und dort jede Menge Holz machen. Nein, man müsste das kaufen. Und zwar dann gleich dieses Riesenareal für 613.000. Dann ist man praktisch gleich sein ganzes Geld los. Wenn man also einen auf Forstwirtschaft machen will, muss man sich ein eher kleineres Areal für den Anfang suchen, weil man braucht ja auch noch Geld für die ganzen Geräte. Also hier gibt es welche für unter 400.000, aber die Waldgrundstücke sind ziemlich teuer, aber auch groß. Dies hier gibt es für 265. Ja, und natürlich ist je größer ein Feld, desto teurer. Das ist ja ganz normal. Und jetzt kaufe ich vielleicht einfach nochmal das Nachbarfeld. Zack, so. Ah, jetzt haben wir nicht drauf geachtet, was es kostet. Jetzt kaufen wir nochmal ein drittes. Das kostet 180.000
Und 192, das kaufe ich jetzt auch. Und jetzt verkaufe ich das wieder. Und es kostet immer noch 180.000 und 192. Das war jetzt falsch geklickt. Hier. Und einfach hier klicken und dann habe ich es wieder verkauft. Und das mit dem Ernten habe ich ausprobiert. Also, dass ich mir ein erntereifes Feld ausgesucht habe, das geht dann ungefähr so. Ich gucke hier erstmal, was ist erntereif. Das sind all diese orange, gelb, ja, orange und gelben Felder. Zum Beispiel Feld 22. Dann gehe ich hier zurück und gucke, was wächst da drauf. Das sieht aus wie vielleicht Gerste. Jawohl. Gut, die will ich haben. Und dann kaufe ich mir Feld 22 und ernte die ab und verkaufe das Feld wieder. Das funktioniert. Damit könnte man ganz gut Geld verdienen. Da habe ich sogar ein extra Video zu gemacht. Okay. Im Prinzip war es das schon zum Thema Landverkauf, Landkauf und Verkauf. Gut. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.